Hallo und herzlich willkommen zum Video des Beweises des ersten Logarithmengesetzes. Viel Genitiv. Gut, also Beweis erstes Logarithmengesetz. Logarithmus von x mal y zur Basis w ist gleich Logarithmus von x mal zur Basis w plus Logarithmus y zur Basis w. Oder sprachlich ausgedrückt, der Logarithmus zu einer gewählten Basis eines Produktes ist gleich der Summe des Logarithmus zur gewählten Basis der beiden Faktoren, die an dem Produkt beteiligt sind. Das Ganze sieht doch schwer hier mit dem Plus und dem Mal aus wie das erste Potenzgesetz. Erste Potenzgesetz lautet a hoch b mal a hoch c ist gleich a hoch b plus c. Also man multipliziert Potenzen mit gleichen Basen, indem man die Exponenten addiert. So, und nun können wir das Ganze mal beide Seiten hier auf den Logarithmus zur Basis a schreiben, von a hoch b mal a hoch c ist gleich Logarithmus von a zur Basis a von a hoch b plus c. Hier gibt es jetzt einmal das Logarithmengesetz, das besagt, dass Logarithmus von b zur Basis a, b hoch c zur Basis a ist gleich c mal Logarithmus von b zur Basis a. Das heißt, dieser Exponent kann auch als Faktor vor den Logarithmus geschrieben werden. Und das bedeutet, das hier ist dann gleich b plus c mal Logarithmus von a zur Basis a. Und Logarithmus von a zur Basis a ist eine Vokabel, die sagt, dass das 1 ist. Können wir uns auch nochmal angucken. Zum Beispiel, wenn hier stünde Logarithmus von a zur Basis a gleich x. Ja, um das konkreter zu machen, Logarithmus von 8 zur Basis 2 ist gleich x, dann müssen wir es so aufschreiben, 2 hoch x ist gleich 8. Ja, Basis, Basis, Ergebnis in Exponenten und das, was übrig bleibt, als Ergebnis rechts hinschreiben. Dann können wir hier also sagen, a hoch x soll gleich a sein. Und a hoch x ist also gleich a hoch 1 und dann können wir hier den Exponentenvergleich machen oder wir machen hier tatsächlich nochmal hier Logarithmus zur Basis a, dann steht da x ist gleich 1. Deswegen ist Logarithmus von a zur Basis a gleich 1. Also können wir hier auch 1 hinschreiben. Mal 1 nützt uns aber nicht viel, deswegen werde ich es gleich wieder wegwischen. Ja, nur damit man nochmal sehen konnte, wie das Logarithmus von a zur Basis a gleich 1 ist. Was hilft uns das jetzt? Wenn wir jetzt sagen, gut, hier steht ja x und y. Also sagen wir, x ist gleich a hoch b und y ist gleich a hoch c. Wenn wir das jeweils einzeln logarithmieren, diese Gleichung, oder beziehungsweise umschreiben, dann können wir jetzt hier schön den Logarithmus zur Basis a bilden. Dann steht der Logarithmus zur Basis a von x ist gleich b. Und hier steht der Logarithmus von a zur Basis, von y zur Basis a ist gleich c. Können wir hier auf dieser Seite also ersetzen b mit Logarithmus a zur Basis x und hier c wird Logarithmus y zur Basis a. Habe ich hier a zur Basis x gesagt? Immer so sagen, x zur Basis a. Ja? Gut, jetzt können wir also nochmal sagen, wenn x jetzt also a hoch b ist, dann können wir hier sagen, der Logarithmus von zur Basis a von x mal y, wir haben statt a hoch b haben wir x geschrieben, statt a hoch c haben wir y geschrieben, diese Substitution hier. Dann können wir hier sagen, wir schreiben statt des b's Logarithmus von x zur Basis a und statt c schreiben wir Logarithmus von y zur Basis a. Und damit steht schon so gut wie das da oben, wenn jetzt w gleich a einfach genommen wird, damit wir genau diese Zeile wieder haben, das wird ja oft mit anderen Buchstaben auch bezeichnet, dann können wir einfach statt des a's ein w schreiben, dann steht der Logarithmus von x zur Basis w plus Logarithmus y zur Basis w. Und so können wir jetzt also damit dann rechnen, wenn wir das Logarithmengesetz auf diese Art und Weise bewiesen haben, aus den Potenzgesetzen. Denn Logarithmen sind ja immer die Umkehrfunktionen zu oder die Umkehroperationen zu Potenzen sind die Umkehroperationen zu Logarithmen und umgekehrt. Und damit das Gefahrsein ein Ende hat, hier nochmal das Schild im Bild und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.